Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil LS19 hier auf der Felsbrum mit von der Partie. Einmal der Bauer Flavor, hallo. Hola. Und im Moment noch der Tingeltangel Bob Praktikant, hallo. Guten Tag. Der Tingeltangel fräst gerade hier unsere Baumstümpfe weg. Und der Bauer Flavor und ich versuchen hier gerade, die Baumstümpfe hier alle weg und wissen Sie, die Bäume wegzukriegen, damit wir hier unseren Reiterhof, unseren Pferdestall bauen können. Weil ich habe auf meinem Hof nicht mehr genug Platz gehabt. Oh, und da mussten wir einfach was tun. Ich werde jetzt mal gerade den anderen Fendt hier holen. Damit ich immer noch den anderen Hänger hinkriege. Der ist noch voll mit Raps. Da werden wir dann mal auch noch Hackschnitzel reinschmeißen. Der Mähdrescher muss erstmal Pause machen. Wir haben ja Feldzerstörung aus. So. Was hier? Fruchtsterben, ja genau. Ja, aus, ne? Mein Gras ist auch schon ein bisschen gewachsen hier auf meinem Feld um den Kuhstall. So. Wollen den hier mal ab. Warte mal, hier konnte ich doch diese Dinger hier runterfahren. Ne, mit. Ach so, genau. Wie geht das? So. Das war einmal so. Dann mit L, K, geht das weg? Genau. Weil der sonst ja zu hoch ist hier, unser Hänger, denke ich mal. Bin mal gerade runtergefahren auf Bodenniveau. Gucken, dass wir den jetzt schräg runterkriegen. Weil ich glaube, hier geht noch einiges rein. Wir haben da noch einiges an Hackschnitzeln. Weil der ist nämlich gleich schon wieder voll, wenn ich das richtig sehe. Voll sein. Voll ist immer gut. Voll ist immer gut? Ja. Noch nicht ganz. 1500 gehen noch rein. Mal sehen, was das kleine Baumstümpfchen da bringt. Oh ja, oh, schon gut was. Ah. Müsste der jetzt wahrscheinlich voll sein mit dem, den du da reingeschmissen hast. Ja, ist voll. Hätte echt nicht gedacht, dass wir hier so viele Hackschnitzel rausbekommen. Aua. Da bin ich echt etwas überrascht von 5 Bäumen. Ich habe jetzt zwar mit, ihr wisst ja vielleicht meine etwas längeren Zuschauer, die sich auch ein bisschen für LS19 interessieren, oder beziehungsweise damals für LS17. Ich hatte ja damals mit dem Sven wirklich viele Hackschnitzel gemacht. In unserem Forstprojekt. Aber da haben wir auch einen ganzen Wald abgerodet. Oh. Upsala. Hat wohl nicht ganz gepasst hier von der Höhe. Rodest du einen halben Wald ab? Hier roden wir 5 Bäume ab. So, dann bring ich mal den Hänger weg, ne? Ja, du kannst einen wieder wegbringen. Kann man auch Doppelhänger machen? Mit denen, die wir jetzt hier haben, leider nicht, nein. Aber es geht. Das geht sonst, ja. Ja. Sonst hätte ich gesagt, komm, beide gleich mit. Ja, aber du kannst gleich nicht. Du könntest jetzt. Warte mal, du kannst mal versuchen. Manchmal funktioniert das. Was ich aber jetzt nicht glaube, dass es hier bei dem funktionieren wird. Wenn nee, du mit dem roten da ran, aber wir haben diese Mod nicht, dass man das kuppeln kann. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Na egal, fahre ich erstmal den. Das Ding weg. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob der hier. Also einen Zugbauen hat er da ja irgendwie, ne? Ja, irgendwie hat er da was. Aber irgendwas. Ich auch nicht. Irgendwas kannst du da rein. Naja, egal. Jetzt fährst du natürlich mit dem kleinsten Trecker, ne? Jetzt wirst du wahrscheinlich. Ne, der kleinste ist es nicht, aber. Ist vielleicht gleich ein bisschen schwieriger haben, den Berg da hochzukommen. Nicht so schlimm.
Ach, der ist ja noch dran. Wollen wir den nochmal absägen hier. Ha? Meinst du, wir kriegen den noch voll, die 52.000? Ja, das wird problematisch. Wir haben keine dicken Stämme mehr. Aber nicht? Nein, wir fällen noch einen dicken Baum. Das müssen wir gleich gucken, weil ich den... Wenn die Baumstümpfe alle weg sind, dann muss ich gucken, ob wir den Stall hier hinkriegen. Dann kann ich das sagen. Ob wir da noch einen weghauen. Oh. Das werden wir gleich sehen. So. Verstopft die Maschine hier. Ja. Möchte ich jetzt gerade erst mal das da rein. Gewinnen. Ja. Hä? Nix. Nur ein bisschen am Lachen, wie du es. Naja, da liegt ja noch ein richtig dicker Stumpf da drüben, ne? Also wirklich dicker Stumpf. Ist noch einer. Da ist noch einer. Der könnte knapp werden. Naja, der ist drinne. Hm. Was ist? Wie sich das anhört. Oh, ist weg. Mit der ist drinne. Mhm. Du bist aber auch ein kleines Ferkelchen. Joa. Ja. Joa. Ja. Okay, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Kleinzeug rumfliegen. Aber es leert sich, es wird sauberer hier. Dübel. Das ist schön. Was Dübel? Nur noch zu schwer. Das ist doch nur ein Baumstumpf. Das ist ein Scheibchen nur. Scheibchen? Ja, sag mir, der ist zu schwer. Wer ist das nicht? Ah. Scheibchen. Schwere Scheibchen. Das Scheibchen hier kriege ich auch nicht. Du willst mal ein bisschen kleiner machen? Jasses Maria, Gottes. Ja? Wollen wir ins Fitnessstudio gehen hier? Habt ihr gar nichts. Na, kommst du noch mit 24 den Berg hoch, wa? Na, 26. sogar. Ohohoho. Also da dreht die Rische auf. Nein! Ah, warte, ich komme. Ich glaube, wir kriegen den Hänger voll. Ja. Wenn den Dicken da noch reinschmeißt, der hat nur 5.000. Krieg ich den ganzen Ast? Jo. Krieg ich. Den Krüppel hier. Mal gucken, ob du den irgendwie kleiner machen musst. Oh, ich glaube, die Endspitze müssen. Der sich so rein. Da hast du den nächsten. War gut, dass wir uns den extra geholt haben. Das hätten wir mit diesem Kran ja nie darauf gekriegt, alles. Nein. Lange gedauert. Ah, echt. Da wär's ja 10 Folgen damit beschäftigt gewesen, den Kram da wegzukriegen. Bin mal gespannt, ob du den Dicken da jetzt noch so raufkriegst. Auf jeden Fall lustig. Oh. Was packt er denn hier so rum? Die Endspitze abschneiden.
Weil er verschwindet einfach. Der liegt hier auch noch einfach nur dran. Ne? Tut schwer. Was ist denn los mit dir hier? So. Heidewitzka, da sind wir nochmal einen dicken Brummer da. Ja. Gar nicht so einfach, den da reinzukriegen. Ich glaube, das steht so ein bisschen weit von ab jetzt, oder? Ja, das müsste gehen. Wenn er da jetzt nicht ausfällt, ist alles gut. Bin ich mal gespannt. Oh, ja. Du bist immer leiser. Er hält nur noch auf dem letzten Stück. Oh oh. LKW gibt. Ja. Soll ich ja noch durchschneiden oder was? Ja, schneid mal in der Mitte durch, wenn du rankommst. Ja, halt still. Oh, 4.100 Euro nochmal wieder. Da haben wir die Bäume schon raus. Ah. Jetzt steht der Block hier schön. Krieg ich komischerweise nicht mit der Hand. Oh. Willst du mich töten oder was? Ist mit dir los? Dich, 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 dich. Runtergefallen kann ich auch nichts. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, ist klar. Fall gleich auch einfach mal runter. Okay. Mann, 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 schmeißt er mir so eine Tonne Holzblock auf den Kopf. Und wie oft hast du mich schon mit dem Trecker überfahren? Nicht so oft wie du mich. Warum frisst denn diese Maschine das nicht? Wie gesagt, muss die Edge-Spitzen abschneiden, na gar nicht. Bullshit, jetzt hat er den anderen Dicken hier drin. Ist kein Endstück, jetzt fress den. Warum frisst du den nicht? Boah, dieses Spiel, das ist doch so buggy. Geht doch. Alter, schwebt schon wieder so eine Tonne Holz über meinem Kopf. Geh hier lieber weg. Gut, wenn der die Endspitze ist, die hier stört. So, jetzt ab. Nein, nein, nicht ganz. Das Ding gleich voll. Ja. Ah, ja, der klemmt noch ein bisschen. Er sieht noch. Komm noch nicht mehr ran. Warte, aber das kann ich vielleicht machen, wenn ich den durchschneide, dann bricht er vielleicht zusammen. Wenn ich den durchschneiden könnte. Ah. Reicht ja, wenn nur kleine Ecken rauskommen. Müsste der eigentlich zusammenbrechen. Ja, oder auch nicht. Na? Jetzt kommt. Ja, nee, ist klar. Ah ja. Er hatte da gestockt. Uiuiuiui. Was denn? Halb voll. Nein, nicht ganz. 40.900 ist drinne. 20.900 ist drinne und 52 gehen ja rein. Ich glaube nicht, dass wir den ganz. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass wir den ganz voll kriegen. Ach, was? Wir mal ab. Ja. Aber dann müsste eigentlich der Platz reichen hierfür. Dann sollte es auf jeden Fall reichen. Ja, noch mehr dicke Baumstämme. Ja, den dicken hier. Ich gerade noch mal das kleine Stück abgeschnitten habe. Soll ich den Anhänger in den Hof wieder fahren?
Ja, den kannst du da wieder hinstellen. Den brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Seht ihr den noch? Ja. Boah, da wird es aber schnell rüber geschwenkt. Okay, hier ist noch ein großer, liegt dann hier noch. Ich schleppe hier einen Riesenstamm. Das passt. Oh, gerade. Oh, ich habe ihn sogar halbwegs vernünftig eingepackt. Das ist gut. Will er nicht. Nein, nimmt da. Also ich schneide einmal in der Mitte durch hier. Den dicken. Kriegen wir da schon irgendwie rein. Doch jetzt. Der hat zumindest die eine Hälfte. Aber dann kriegen wir den jetzt noch. Oh, jetzt hast du mir den direkt vorgelegt. Gerade hier am Schnibbeln. Also die Kettensäge, die macht mehr Hackschnitzel als ja. Oh, reinschieben hier alles. Ah, Balken hier noch. Oh, ui! Was ist mit dir los? Ah. Hier liegt noch der Baumstumpf, den können wir hier nochmal durchteilen. Dann haben wir es gleich. Haben wir ja auch drei Folgen damit zugebracht, unsere vier Bäume hier wegzuhauen. Ist es schon geteilt? Eigentlich müsste das gehen. Ups. Ne, kann ich noch nicht annehmen, noch zu schwer. Ah. So, war das alles? Ne, hier liegt noch einer. Oh, hier liegt noch ein kleines Scheibchen. Keine Reste hier liegen lassen. Alles muss verwertet werden. Ja. Hier liegt noch einer. Also ein paar Blätter dran. Mal sehen, ob wir die noch mit reinjagen können. Ob er da mitmacht oder nicht. Müssen wir erstmal den ganzen Stau hier wieder aufheben. So. So. Und den jetzt hier noch, kriegen wir den noch rein. So kann ich meine Kettensäge nicht mehr auswählen. Aber weil ich den Baumstamm noch angehalten habe, ja. So. Und das letzte Stückchen. Laufen wir hier nochmal gerade durch. Dann machst du den Stumpf weg. So, das dürfte es gewesen sein. Bringen wir hier mal gerade ein, machen wir den leer ist. So. Zack. Zack. Dann haben wir nochmal 33.500 rausgeholt. Hoffen wir mal, dass wir den Hof hier hinkriegen. Jetzt mal ausprobieren. Kleinen Reiterhof. Möchtest du eigentlich auch irgendwann einen Pferdestall haben, Tingle Tangle Bob? Nein. Nein? Ich mag keine Pferde. Magst keine Pferde? Boah, bin ich schnell, ey. 5 km/h. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob wir ob das vom Platz passt. Mit den Triggern. So, schon am Ende der heutigen Folge wieder angekommen, aber den Pferdestall möchte ich noch probieren, gerade zu bauen. Alles schön weit wegfahren. Damit es ja nicht stört. Genau. Buff.
Gut, dann gucken wir mal, meine Freunde. Pferdestall der Kleine. Oh ja. Naja. Da steht er noch so halb in der Hofeinfahrt. Oha. Dann können wir die mal drehen hier. Damit den Triggern da irgendwie nicht ganz so hinkommen. So hinstelle. Also ich krieg den hier hin, aber dann steht da noch so mit den Triggern in der Hofeinfahrt und am Rande des Feldes, wo du gerade stehst. Heißt, wir müssen noch drei Bäume fällen. Wir müssen da noch ein bisschen weiter rüberkommen. Okay. Wir müssen den drei Bäume, ne, ich glaube den hier und den hier. Achso, hier ist ja noch einer. Das wird eng. Ach ja, gut. Ja, dann müssen wir die Bäume noch gerade weghauen. Da kann, wenn Tingeltange Bob, bist du auf dem Rückweg? Ne, ich habe jetzt gerade den zweiten Hänger gerade dabei. Willst du mal einen Baum fällen? Wenn ich den Anhänger abgegeben habe. Ja, okay, gut. Gut, meine Freunde, dann beenden wir mal die heutige Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir aber das hier dann nochmal im Zeitraffer machen. Weil sonst wird das ja echt ein bisschen arg langweilig, wenn wir hier 5 Folgen einfach nur immer stumpf Hackschnitzel machen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.